Dabei geht es uns nicht heute um irgendwelche Themen, die Sie tagtäglich aus der Presse entnehmen, sondern es geht uns um Wirtschaft und es geht uns um Ethik. Schauen Sie mal, das hat ja alles, wie liebevoll, du schau mal her mit dem Kissen. Da ist er vorne 2 Stunden vor der Veranstaltung, hat er gesagt, Stefan, schau, steht der Tisch so, ist das Fanderl richtig? Bitte die rot-weißen Lichter, es schaut gut aus, Bernhard, du hast es gut gemacht. Das ist ein würdiger Rahmen. Wenn nicht die Politik lernt, wie ein Unternehmen zu wirtschaften. Nämlich, wenn ich kein Geld habe, kann ich keins ausgeben. Ich bin ein Optimist. Für mich ist das Glas nie halb leer, immer halb voll. Und damit bin ich bis jetzt ganz gut gefahren. Das ist doch alles nur, wenn der SPD nichts mehr Gescheites einfällt, dann kommen sie auf Vermögensteuer und dann als nächstes noch die Erbschaftssteuer. Es war wirklich ein Rittersaal. Es war ein langer Tisch mit 20 Plätzen. Er saß ganz oben. Und wir kamen zur Tür rein. Er hat gesagt, kommen Sie herein. Es gibt nur eine Chance. Arbeitsplätze schaffen, schauen, dass die Wirtschaft prosperiert, dass Steuereinnahmen kommen und die Mehreinnahmen nicht wieder ausgeben, sondern sparen. Thank you.